Und willkommen zurück zu Zelda Twilight Princess. Beim letzten Mal haben wir ein komisches Ding hier, eine Schnitzerei geholt, da diese Ilias Erinnerung zurückholen soll. Irgendwie. Und deswegen warpen wir uns jetzt Richtung Kakariko. Swing. Swing. Und dort schauen wir mal, ob wir irgendwas aus ihren Hirnwindungen herauskitzeln können. Be human! Juhu! Zack! So, schauen wir nochmal. Hallo Ilya, ich hab hier ein Dingstar für dich. Guck mal Dingstar. Was ist das? Ich war irgendwo eingesperrt. Und jemand, der auch dort war, hat mir geholfen. Das hier habe ich bekommen. Ja, das hat mir dieser jemand gegeben, als ich befreit wurde. Ja, jetzt erinnere ich mich. Aber diese Person ist immer noch in den Schwierigkeiten. Man muss ihr helfen. Aber wo war das nur? Wieso kann ich mich nur nicht mehr daran erinnern? Jetzt fällt's mir ein. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Es ist eine heilige Statue des Volkes, das in alten Zeiten der königlichen Familie von Hyrule gedient hat, die Sheikah. Sie dienten dem König im Verborgenen, deshalb lebten sie auch zurückgezogen an einem geheimen Ort. Aber das Volk wurde vernichtet. Ihr verlassenes Dorf findet man hinter der Brücke von Eldin, an dem Weg, der nach Ranel führt. Aber ein großer Felsen versperrt schon seit langer Zeit den Weg. Man wird das Dorf also nicht so leicht erreichen können. Mach dir trotzdem keine Sorgen, gerade in Zeiten wie diesen sind wir Goron immer bereit zu helfen. Dicker, du hast gehört. Yo, ich geh auf los, ich geh auf den Weg und da hau ich alles platt. Unser Oberhaupt Grogor ist schon vorausgegangen und wartet. Wenn du ihn nicht findest, sieh einfach auf der Karte nach. Wir gehen also zu dem Weg hinter der Brücke von Eldin, der nach Ranel führt. Die steht wie immer dösig in der Gegend. Okay. Ich frage mich gerade, wo wir ein Herz verloren haben, als wir gestartet haben. Haben wir irgendwo aufs Maul gekriegt? Ich glaube nicht. So. Dudes und Dudins. Erstmal einen falschen Knopf drücken und dann nachschauen. Dort oben. Außer aber weit. Oh, wir haben noch gar keinen Warp-Point gemacht. Können wir uns irgendwo in die Nähe hauen hier? Das ist auch nichts. Da müsste ich ja laufen. Die Brücke ist doch nicht ganz. Das ist voll abfuck. Wir können allerdings. Boah, wir müssen den ganzen Weg da hochlaufen. Himmel. Ja, da können wir nicht runter. Da müssen wir doch von da aus. Ach Mann. Brücke ja. Alles klar. Chill mal. Chill mal. Chill auch mal. Das hat er sich hingelegt. Faules Stück. So. Gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Das kann nicht mehr lange dauern. Das ist ein Vieh. Ich will dieses Vieh. Haben wir dieses Vieh bereits? Ich glaube nicht. Mal Klappe hier. Das Vieh. Aua. Mal eben aufheben. Hirschkäfer männlich. Juhu. Klappe. 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 Das war's doch noch nicht. Würde mich jetzt aber doch mal interessieren, ob hier irgendwo auch ein Gegenstück ist. Vielleicht auf der anderen Seite. Wir schauen mal.
Auf jeden Fall ist da noch ein Geist, den wir brauchen. Lustig, wie hier alles zusammenkommt. So, erstmal hauen wir die Echse. Achso. Swing. So. Werden wir wieder animalisch. Ey, du Geistervieh. Komm. Trau dich. Oh. Nein. Ah, falsches Viech. Mann. So. So. Ätzend. Alles klar. Wir kamen von der anderen Seite. Okay, dann passt das hier ja. Sieht hier irgendwo irgendwas nach Goldinsekt aus? Da nichts. Schau mal auf den Hügel hier. Ein Bäumchen. Da haben wir den schon. Hirschkäfer. Nö, den haben wir noch nicht. Wo kann er denn nur sein? Ich habe immer so ein halluzinatives Glitzern im Ohr. Naja. Ach, wir hätten Wolf bleiben sollen. Ey, halt die Klappe! Geld. Mein Gott, das ist ein Weg, ey. Einfach mal. Oh, eigentlich diese blöde. Also warum haben wir die Fee ausgerüstet? Die ist ja nicht blöd, aber. So, ach Mann, mein da. Was brauchen wir noch? Das Ding wollte ich da haben. So. Blöde Spinne. Nö. Sieht alles lame aus. Nee, das Schwert wieder auspacken. Gut, wir machen uns auf den Weg. Und auf den Weg 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 und auf den Weg. Mein Gott, ist das ein Weg. Hätten wir aber schon kurz davor gestellt. Hey! Aua. Warum haut mich heute alles? Irgendwie ist heute echt nicht so. Ist nicht so cool. Ja. Ne, wir haben das nicht getroffen. So. Kackwurst. Was? So. Eventuell machen wir das mit den Insekten noch komplett, weil wir müssen ja eh durch die halbe Welt reisen. Da können wir ab und an mal. Ich werde mir das, glaube ich, mal aufschreiben zur nächsten Aufnahme. Wo welche Insekten es noch fällt. Es sind ja nicht mehr so viele. Es ist ja. Mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 von 24, glaube ich. Jetzt hier auch ganz einfach nachgucken. Was haben wir hier in der Spalte? 8 Stück mal 3, 24. Jawohl. 10 Stück fehlen uns noch. Die müssen wir irgendwie, mal zusammenfinden. Kann ja nicht so die Welt sein. So. Ach. Stimmt ja. War ja was. Wir hätten doch mit dem Pferden hier lang. Obwohl, nee, passt schon. Schieß so viel du willst.
So. Weggebamst. So. Aha. Wir schießen dich. Das schauen wir uns auch mal by the way so an. Packen wir darauf. Und piu. Im Zweifelsfall. Huch. So. Passiert da was? Passiert nichts. Was haben wir denn sonst einmal gemacht? Ja, gut. Dann bin ich mal überfragt. War da irgendwas? Irgendwas muss da gewesen sein. So. Aha. Aha. Wir gehen mal dorthin, wo wir hin müssen. Alles andere kann man auch später noch machen. So, wo kommen wir denn da hin? Kommt man ja da hin, wenn das jeder so machen würde? Das Dorf, das du suchst, liegt direkt vor dir. Die Ältesten nennen es auch das vergessene Dorf. Aber pass besser auf, irgendwie riecht es hier nach Ungeheuern. Ein besonders starker ist da, kombiniert meine Meute von höhenartigen Kreaturen. Die fallen über alles her, was sie sehen. Schätze, ungefähr 30 oder so. Nein, höchstens 20 sind es. Und ich vermute, in dem Dorf findest du höchstens noch ein paar verstreute Überlebende. Na gut, mit den Monstern wirst du sicher fertig, oder? Du musst sie alle erledigen, sonst ist die Retterin des Mädchens verloren. Und wenn du wissen willst, wie du die Kerle besiegen kannst, schnapp sie dir, bevor sie dich entdecken. Alles klar? Ja. Dann mal, guten Rutsch oder so. Yeah. Mit eins der coolsten Stellen im Spiel. Oh yeah. Da müssen wir hin. Oh, komm. Noch 12. Und keine drauf. Können wir aber auch nicht drauf, glaube ich. Nee, nee. Wow. Wir sind die Sniper. Also in Schulen spiele ich ja von der Schule auch eh mal gerne Sniper. Von daher ist das eine Mission, die mir liegt. War hier noch einer? Gegenüber? Nee. Wo waren denn die anderen? So. Headshot. 6. Natürlich, auf dem Turm. Na.
Mensch, der Winkel ist kacke. Einfach so. War nur einer? War nur einer. Da. So. Quickscopen, yeah! Ne, finde ich ja nicht mal voll kacke, aber naja. So. Ich mach. Noch einer. Da drin ist noch einer. Da oben ist keiner mehr. Boah. Bleibt einer. Das ist ein Huhn. Aha. Ein Dachcamper. So. Geld. Wer kommt denn da? Oh, eine alte Dame. Alles leer gefegt. Ist das überhaupt eine alte Dame? Die Bestien, ihr Heulen hat aufgehört. Jo, Moinsen, ich hab hier mal klar Schiff gemacht. Hast du etwa... Jo. Der Retter, du bist gekommen, um uns aus unserer Not zu helfen. Bitte vergib mir, dass ich dir nicht die Tür geöffnet habe. Ich hab nicht mal geklopft. Ich bin Greina, eine Bewohnerin dieses Dorfes. Ich wurde nach dem altehrwürdigen Erbauer dieses Dorfes benannt. In diesem vergessenen Dorf pflegte einst das Volk, das der königlichen Familie diente. Aber jetzt ist es verfallen und du siehst ja selbst, dass an diesem Ort die schrecklichsten Dämonen ihr Unwesen treiben. Entschuldige bitte, du sagtest, dein Name ist Rijo und ich war... Eigentlich sagte ich überhaupt nichts, aber okay. Oh, ich ahnte es schon. Du hast dem jungen Mädchen geholfen, nicht wahr? Ach, wie schön. Als sie hier gefangen war, hat sie mir immer Mut zugesprochen und gesagt, du würdest bestimmt kommen, um uns zu helfen. Selbst als ich ihr half, aus diesem Dorf zu flüchten, machte sie sich so noch Sorgen um mich, alte Frau. Aber ich warte hier auf Befehl des Königs auf das Erscheinen einer bestimmten Person. Unter keinen Umständen kann ich mich diesem Befehl widersetzen und das Dorf verlassen. Würdest du ihr das hier bitte zurückgeben? Sie gab es mir, alter Greisin, obwohl ihr so viel daran lag, dass es sie immer bei sich trug. Ja, das heißt jetzt, halt sie nie meinen Namen, ey. Ich hab keine Spucke mehr. Die Alte, die ihr gerettet hat, Alter. Ist doch gemein. Trug sie als Talisman, ein wichtiger Schlüssel zu Ilias Erinnerung. Öffne sie blub und bla. Ich glaube, es hat mich die ganze Zeit beschützt. Bitte gib es ihr unbedingt zurück. Jo, mach ich. Hast du vielleicht einen Kaffee oder so? So. Jetzt mal wohlgemerkt für die Zelda-Kenner. Blip, blip, blip. Jetzt wieder gesagt, dass die Chica. Huch. Huch. Ups. Die Chica haben immer rote Augen. Von daher scheint das hier zu stimmen. Ich wollte aber mal eben. Ich weiß nicht, ob das schon funktioniert. Kennst du das? Oh, dieser Stab. Ist das etwa. Das ist ein Stab. Der Kopierstab. Was? Du kennst das Ding? Bist du etwa der Herold der Wolken? In meinem Volk erzählt man sich, dass vor langer, langer Zeit die Königsfamilie, als sie noch mit den Kumulanern verkehrte, von diesen einen Stab geschenkt bekam, dem eine seltsame Kraft innewohnte. Diesen Stab bezeichnete man als den Kopierstab. Aber nur von einem der Königsfamilie anerkannten Herold der Wolken wurde es gestattet, diesen Stab zu tragen. Und unser Volk bewahrt auf dem Befehl der Königsfamilie seit langer, langer Zeit ein Dokument auf, das der Herold der Wolken braucht. Das hier ist dieses Dokument. Bitte nimm es. Du hältst das Kumulana-Dokument. Es ist in der alten Sprache der Kumulana verfasst. Euer Text enthält einige Lücken. Leg es auf B oder L und dann bla.
Dieses Dokument ist in der alten Sprache der Komulaner geschrieben. Ich bin so froh, dass ich hier geblieben bin, wenn ich dieses Mädchen nicht geholfen hätte. Wenn ich dieses Mädchen nicht geholfen hätte, wäre... Wenn ich diesem Mädchen nicht geholfen hätte, wäre alles anders geworden. So. Das Zusammentreffen mit ihr muss eine göttliche Fügung gewesen sein, um dich von diesen Dingen zu unterrichten. Das kann man nun natürlich so sehen oder man kann das so sehen, je nachdem. Yo, jetzt kommt die Stelle. Weißt du, das ist eine alte Frau. Das, ne? Das ist eine alte Frau. Da steht sie. So. Ich höre das natürlich so, ne? Was soll das? Die kann mich doch überhaupt nicht sehen. Ich kann mich hier nicht verwandeln. Ist das krank? Die kann über den Hügel gucken. Ich sehe die ja nicht mal. So ein Witz. Hier, ein Tunnel. Jetzt sehe ich hier wirklich nichts mehr. Ach, Mann. Ich wollte gerade noch so ein Side-Ding machen, bevor ich das komplett verpenne, weil es gerade praktisch ist. Und wir müssen noch einmal heulen. So. Lächerlich. Also das, irgendwie ist da was schief gelaufen, glaube ich. Ach, da ist er, mein Nachtfalter-Freund. Ich habe hier seit 2 Wochen Nachtfalter drin wohnt. So einen kleinen durchsichtigen, vielleicht kennt ihr die. Der ist völlig antiaggressiv, den habe ich irgendwann mal, sonst mache ich die Viecher mal platt. Aber der hat jetzt gerade, hat sich so gut benommen, da dachte ich mir, ach komm. Bleibt halt mal da. Ich höre hier nämlich, Gedönse. So. So, nochmal hören. So. Passt. Wir haben es fast geschafft. Ja, das kann man so gelten lassen. Ich glaube, da ist die Toleranz ziemlich hoch eingestellt. Ich würde das gerne überspringen. Aber irgendwie will ich es auch nicht überspringen. Das heult immer so. Ich versuche das gerade zuzuordnen. Ist ja eher das letzte Lied, von daher. Much epicness. Ist sogar eine Pflichtszene, die kann ich ja nicht abbrechen. Ach, schön. Du sollst eine der Klöte mit dem Schwert in der Hand ziehen. Ja. I know, my brother. I know your shit. I'm tired of your shit. So. So, jetzt habe ich noch ein anderes Anliegen. Das, ja, das ist ja praktisch. Hier. Alles, was wir vergraben ist, haben diese Monster irgendwo mitgehen lassen. Wenn du was brauchst, grab's einfach aus und nimm es mit. War hier nicht mal irgendwo. War doch mal irgendwie.
Hab ich nicht mal Katzen? Oder geht das nur nachts? Heißt es gar nicht. Ich glaube, es geht nur nachts. Hm. Okay, dann müssen wir hier irgendwann nochmal hin. Naja, gut. So, jetzt kann ich mich aber hier warpen, oder? Gott sei Dank. Machen wir erst im nächsten Part, würde ich sagen. Ne? Dann hat das hier ein vernünftiges Ende. Und im nächsten Part holen wir uns dann die letzte okkulte Kunst und gehen zu Ilja. Bis dahin. Tschüss.